die hier entlang. Dann gehen wir über den faszialen Zug am Ohr nach vorne und nach hinten. Das Ohrloch hier ist mit an dieser Faszie. Und darüber können wir sowohl den vorderen Teil, wenn wir nach hinten ziehen, mit lösen, wie auch den hinteren Teil, wenn wir nach vorne ziehen. Wir probieren hier immer in Verlängerung dieser Faszie zu ziehen. Unsere grobe Ausrichtung dabei ist 45 Grad nach unten außen, 45 Grad nach oben außen. Da ist es gut, die Ohren eher flächig zu halten als zu punktuell, weil man da schon ein bisschen Zug mit drauf gibt. Und wir wollen es hier gar nicht primär für die Ohren machen, nicht die Ohren langziehen, sondern diesen intrakraniellen faszialen Anteil. So beginne ich mit dem Zug nach vorne außen und probiert wieder mitzubekommen, wann fühlen sich die Hände mehr verbunden, kommst du in dieses Gewebe hinein, ich greife noch was flächiger und mein Finger ist dabei immer schon im Inneren der Ohrmuschel, nicht im Ohrloch, aber ich ziehe nicht hier, weil das alles so weich ist, sondern da, wo das Ohr wirklich knorpelhaft ist, um den Zug besser weiterleiten zu können. Wenn du das schon etwas geübt hast, wirst du vielleicht merken, dass dieser 45-Grad-Winkel nicht ganz stimmt und dass es manchmal auch nicht auf beiden Seiten in exakt die gleiche Richtung geht. Schau mal, wie der Körper dich mitführt, wo diese Spannung am besten ankommt. Kannst du auch auf einer Seite mal was mehr ziehen und schauen, spürst du das auf der anderen Seite? Und wie ist das im Wechsel anders? Ist das so angenehm für dich? Mhm. Das wäre so der biomechanische Aspekt. Bei diesen beiden Techniken, auch bei der Technik mit dem Zug der Ohren. Das ist anders. Mhm. Nach unten außen. Ja, jetzt kannst du sowohl diesen biomechanischen Aspekt einnehmen und einfach halten. Und ich lade dich ein, dich selber so ganz zu entspannen, den Bereich zwischen deinen Ohren zu entspannen, so gut es möglich ist. Und dafür ist es oft gut, den Kopf so was sinken zu lassen. Und dadurch habt ihr automatisch auch eure dritten Augen mehr übereinander. Ich schaue, ob du in so ein Nicht-Handeln mit hineinkommen kannst, während du diesen Zug erhältst. Damit sprechen wir die Verbindung zur Schädelbasis an und kommen damit fast genau, also in die direkte Nachbarschaft der Hirnanhangsdrüse. Die Drüse, die diesen Nektar bereithält und die alle, oder fast alle Drüsen im Körper steuert. Sehr viele Menschen empfinden das, obwohl es wenig physischen Impact hat, als recht intensive Technik, werden sehr müde, kommen in so einen meditativen Zustand. Das wären alles Sachen, die wir eher mit fördern wollen, bei den, je nach Auftrag und so. Bei manchen Menschen geht hier dann auch die Post ab. Ja, und da ist es gut, das mitzubekommen, und auch zwischendurch deine Augen aufzumachen, zu merken, was pulsiert, zieht hier wie? Und bekommst du das weiter mit? Fangen die Augen an zu flackern, geht die Pulsrate hoch und so weiter. Und manchmal, wenn wir Dinge auch mit lösen, lösen wir eben auch das, was sonst einer Entspannung im Weg steht, und das ist primär meistens nicht Entspannung. Ja? Und damit könnt ihr wieder pendeln, ihr könnt den Zug nachlassen, könnt sonst, wenn ihr merkt, wow, es wird etwas viel, wieder mehr in dieses Strukturelle führen, könnt mit Ausstreichungen mehr den Fokus an die Körperoberfläche bringen, als in die Tiefe des Gehirns. Gerade dieses Streicheln, was auch die Oxytocin-Produktion mit anregt, der direkte Hautkontakt,
ist oft etwas, was Menschen hier sehr gut mit beruhigen kann, falls das schwierig wird. Wenn du gerne mit Visualisationen arbeitest, kannst du auch hier diese Visualisation nehmen, dass hier ein Licht zwischen euren Stirnen sich miteinander verbindet, ohne dass du das irgendwo hinschickst, sondern nur, dass du dafür ein Awareness-Feld mitkriegst. Und so schließe ich diesen Teil meistens ab, indem ich den Personen, wenn das okay ist, für einen Moment die Ohren zuhalte, um dieses innere Lauschen mehr mit zu fördern, ohne viel Druck, sondern nur so viel Druck, wie es braucht, dass sich das Hören wirklich verändert. Das kannst du bei dir einfach gerade direkt nochmal mit ausprobieren, von wie viel Druck braucht es, dass du zum Beispiel dein eigenes Pulspochern mit hörst und mich nicht mehr so. Dabei unterstütze ich mit den Fingern oft was den Nacken, dass einfach noch was Hautkontakt mit da ist. Und wenn ich den Eindruck habe, irgendwas wird komisch, gebe ich so ein bisschen Nackenmassage mit hinein, dass nicht alles still ist, sondern dass jemand noch einen taktilen Reiz hat, etwas, wo er klarer seinen Fokus mit drauf richten kann. Für manche Leute ist es super entspannt, wie unter Wasser, so einzutauchen, sich selber zu hören. Für manche Leute wird es aber auch was schwierig. Und dann ist es gut, wieder so einen Reiz zum Pendeln mit anzunehmen.